Es gibt Filme, bei denen man sich wünscht, dass sie nie entstanden wären. Und es gibt andere Filme, bei denen man sich eher wünscht, dass sie anders und unter anderen Umständen gedreht worden wären. Ich will, dass ihr weltgewandt seid. Das ist Manhattan. Ja, und die Schule? Na, New York wird so eine Art Schule für euch. Ein solcher Fall ist der Film The Kindness of Strangers von Lone Scherfig. Lone Scherfig gehört zusammen mit Lars von Trier, Susanne Bier und Thomas Vinterberg zu den bekanntesten Regisseuren, Regisseurinnen Dänemarks, was ja auf der Weltkarte des Kinos eine relativ wichtige Position einnimmt. Und Lone Scherfig hat diesen Film in New York gedreht, was auf den ersten Blick als ein besonderer Vorteil erscheint, aber in Wahrheit ist es ein Problem. Ich habe einen Job in einem Restaurant. Tja, wenn ich eine Freundin habe, kommen wir mal abends zum Essen vorbei. Wart besser noch ein paar Wochen. Das Essen ist noch ziemlich furchtbar. Wie die Frauen, die mit mir zum Abendessen gehen würden. The Kindness of Strangers ist, wie viele Filme von Lone Scherfig, eine Art Gruppenporträt-Ensemble-Film. Vier verschiedene Personen bewegen sich aus verschiedenen Ecken der Geschichte aufeinander zu. Die eine ist eine Frau, die mit ihren zwei Kindern vor dem gewalttätigen Ehemann flieht, der sie zudem noch auf besondere Weise verfolgt, weil er ein Polizist ist. Weiß ich, dass das ihre sind? Weil sie unsere Mom ist. Verstehe. Und sie muss untertauchen in Manhattan, um ihm zu entkommen. Die zweite ist eine Krankenschwester, die neben ihrer aufreibenden Tätigkeit auch noch eine Selbsthilfegruppe unter dem Titel Vergebung betreibt. Dir gefällt's hier nicht, stimmt's? Mir gefällt's. Ist nur nicht mehr das Richtige für mich. Die dritte Figur ist ein gerade aus der Haft entlassener Mann, ehemaliger Koch, der in einem russischen Restaurant eine neue Anstellung findet. Ich habe gehört, Putin steht manchmal morgens schon um 4:30 auf. Ist das Ihr Laden? Wir sind nur die Berater. Timofei ist der Eigentümer. Der Service ist furchtbar. Nicht so schlecht wie das Essen. Was soll ich sagen? Und die vierte Person, ein jugendlicher Loser, der neben seinem Job auch noch seine Wohnung verliert. Sie ist hübsch. Du brauchst sie für deinen Job. Hattest du heute nicht Nachtdienst? Willst du einen Wodka? Ich habe kein Geld. Ich zahle. Es gibt dennoch Momente in den Darstellungen der Schauspieler, allen voran Andrea Riseborough als Krankenschwester und Zoe Kazan als verfolgte, geflohene Ehefrau, die denkwürdig sind, weil sie großartig gespielt sind, weil sie gut eingefangen werden. Und wegen dieser Momente lohnt es sich, den Film anzuschauen. Möchtest du die Speisekarte? Soll ich vielleicht deine Mutter suchen? The Kindness of Strangers spielt hauptsächlich in Innenräumen und selbst da, wo er auf den Straßen spielt oder in der National Library, wirkt er nicht wirklich angekommen, nicht wirklich verbunden mit der Welt, die er zeigt. Er bleibt eine Kopfgeburt, er bleibt eine Erfindung eines Drehbuchs, was auch, wie Lone Scherfig sogar eingestanden hat, irgendwo anders spielen kann. Nimm mir eine Sache, die du gut kannst. Und es ist eben diese fehlende Anbindung, die diesen Film so abstrakt, so weltlos, so seltsam, unrealistisch macht. Es ist ein Melodram, was nie wirklich dramatisch wird und ein Rührstück, was einen auf merkwürdige Weise kalt lässt, weil es gerade uns nicht in diese Welt mit hineinnimmt, in der seine Charaktere agieren. Einmal kam ich vom Einkaufen. Mein Mann hat einen zu mir geschlagen. Einen Jungen. Sind wir obdachlos? Wir sind nicht obdachloser als andere hier. Ihr wisst nicht, wo ihr hin sollt, oder? Mach die Augen auf, bitte. Gib nicht auf, Mann. Sie können bei mir wohnen.